in der Welt, wie es vielleicht nur sein sollte? Und welche Themen liegen ihm am meisten am Herzen, wo man jetzt dran arbeiten soll? Was sich daraus dann ergibt, sehen wir dann hinterher. Der Sascha wollte unbedingt anfangen, das finde ich sehr lobend. Ja, unbedingt. Okay, hallo alle miteinander, schön, dass ihr hier seid. Ich wünsche mir eine Welt ohne Gewalt. Und Gewalt sehe ich auf drei Ebenen. Die erste Ebene, das kennen sicherlich viele von euch, ist die physikalische Ebene, also körperliche Gewalt, Schmerzen, Folter. Ich will so eine Welt nicht. Ich will ohne diese physikalische Gewalt mit euch allen leben können. Die zweite Ebene ist die psychische Gewalt, also Psychoterror. Das kennt man vielleicht aus der Familie, aus der eigenen Familie oder aus der Nachbarsfamilie. Da beobachtet man das vielleicht nur. Vielleicht kennt ihr das auch aus sogenannten Liebesbeziehungen, wo man sich dann fragt, wo ist eigentlich die Liebe geblieben? Ja, wenn man irgendwie sich gegenseitig psychisch so malträtiert, dass man wirklich starken seelischen Schaden davon nimmt und vielleicht auch zu dem Standpunkt kommt, dass man am Leben zweifelt und dass man Selbstmordgedanken hat. In so einer Welt will ich auch nicht leben, wo wir gegenseitig psychisch Gewalt aufeinander ausüben. Und die dritte Ebene, die ich sehe, das ist, ich nenne es mal die systematische Gewalt, nämlich zum Beispiel Zwangsarbeit. Ja, wir leben jetzt im Moment in einer Zeit, in der wir es sehr stark mit Zwangsarbeit zu tun haben zum Beispiel. Und wenn wir diesem Zwang nicht Folge leisten, dann kommen unsere Freunde in Uniform und zwingen uns wiederum durch physische Gewalt oder auch durch Waffengewalt im Extremfall, dass wir dieser Zwangsarbeit Folge leisten. Und ich will in so einer Welt nicht leben. Ich will in einer friedlichen Welt leben. Und deshalb ist mein Appell an euch alle, dass ihr euch mal Gedanken darüber macht, wie oft ihr eigentlich mit diesen drei Ebenen, die ich jetzt sehe, der Gewalt in Berührung kommt und wie ihr das alle ändern könnt. Und zwar durch Vorleben, durch Frieden vorleben, sich dieser Gewalt entziehen. Ja, danke. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt als Nächstes. Hi, ich bin der Hannes. Also ich bin hier, um euch kennenzulernen, weil ich in eine Gesellschaft hinein möchte, die ihre Lebensmittel selbst herstellt, weil das ist die grundlegende Wirtschaftlichkeit. Ja, also der erste Produktionskreis. Also ich empfinde mich irgendwie als ökonomisch interessiert und denke, dass die Nahrungsmittelproduktion das Erste ist, worauf alles aufgebaut wird. Und die Restwirtschaftlichkeit, diese sollte eigentlich nur dem zugute tun. Und ja, deshalb bin ich hier, um mit euch zusammen vielleicht hier in Saarbrücken was zu finden, wo wir das dann machen. Und ja, das ist sozusagen auch eine Bewerbung. Ja, ich will mit euch zusammen ziehen und arbeiten. Ja. Hallo. Ich bin Lille. Ich bin hier für das Miteinander. Es ist komisch, wenn man sich selber hört. Für das Miteinander, um vielleicht andere Menschen kennenzulernen, die eben auch an dem Punkt sind, wo ich jetzt gerade bin, die schauen, was kann ich an mir selbst verändern? Wo kann ich hingehen oder mit wem kann ich mich vernetzen, damit ich einfach persönlich weiterkomme und ein Stück weit aus dem vorgegebenen System aussteigen kann? Ich glaube, dass wir alle den Frieden und die Liebe in uns haben. Ich werde dafür oft als Träumerin bezeichnet. Aber ich glaube da fest dran und ich glaube, dass hier eine Menge Menschen stehen, einfach die das ausstrahlen, die das in den Augen haben. Und ja, würde einfach gerne dieses Netz weiterspannen um die Welt. Das fängt im Kleinen an, das fängt bei mir selbst an. Geht rundum zum Nachbarn, geht an den Nächsten und da kann so viel entstehen, was einfach Frieden schafft. Und ich glaube nur, dass man so nur anfangen kann, dass ich kann mich ändern, dass es irgendwo jetzt Krieg gibt. Aber ich kann bei mir anfangen und es kann Kreise ziehen. Und ich glaube, dass wir alle zusammen eine ganz große Welle bilden können. Wir sind jetzt in über 60 Städten.
vertreten und es werden immer mehr Menschen. Und ich glaube, das sind wie kleine Steine, die im Wasser Wellen schlagen und es kann eine große Welle geben. Und da vertraue ich drauf. Deswegen bin ich hier. Hallo, ich bin der Merlin. Ich bin das erste Mal hier. Wo fange ich an? Eigentlich wurde alles schon gesagt, was mir im Moment auf dem Herzen liegt. Ich wünsche mir, dass die Menschen einfach mal zuhören und einfach nur zuhören. Und ich meine, wenn ich sehe, wie viele Leute hier vorbeilaufen, ja, was... Ich meine, ich kann niemandem einen Vorwurf machen, aber es reicht ja, wenn man kurz reinhört. Das war es eigentlich schon von mir.